Leute, was waren das jetzt für Wochen irgendwie? Also ich war überall gefühlt. Also ich war erst in Florida in Sebring. Ich war auf Island, Nürburgring, Hockenheim. Irgendwie gefühlt war ich überall gerade. Auf Halterbach, also bei AMG. Aber jetzt kommt der nächste Teil von Deine Runde, ich bewerte. Und wir starten direkt rein. Turbulente Wochen waren das wirklich, aber ich habe viel, viel gearbeitet im Hintergrund und es wird einiges Geiles geben, cooles Zeug auf jeden Fall. Die Rennsaison ist für mich mehr oder weniger gestartet, also ich habe die ersten Tests hinter mir und ich bin jetzt auch gerade beim Test, wenn ihr das Video seht, bin ich auch gerade schon wieder unterwegs, dann müsste ich am Lausitzring sein, denn heute ist zwar Dienstag, nein, heute ist Montag, aber ich bin Dienstag am Nürburgring, bin Mittwoch dann am Lausitzring. Da seht ihr jetzt auch dann das Video am Mittwoch. Also, es geht Schlag auf Schlag, aber ich habe mir trotzdem wieder einige von euren Videos rausgesucht und die schaue ich mir jetzt mal an und wir verlieren nicht viel Zeit, sondern wir machen das so bam, 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 hintereinander weg, einfach alles und wir starten mit dem ersten Video. Und den Anfang macht mit iRacing und dem Audi R18, also eigentlich niegelnagelneues Video, niegelnagelneues Auto, The Smaun. Und ihr findet alle Video, also alle Links zumindest zu den Videos wieder unten in der Videobeschreibung. Der macht den Anfang in Sebring und zwar eine Runde, und was ganz Spezielles in der Nacht. Aber wir wollen keine Zeit verlieren. Es geht los in 3, 2, 1, go! Also sind wir jetzt in der letzten Kurve drin. Und da geht es ganz weit raus hier auf die Start-Zielgeraden jetzt drauf. Und anbremsen ganz rechts außen. Na, da hättest du noch ein bisschen warten können. Hast du gesehen, da musst du Lenkung ganz leicht wieder aufmachen. Da kannst du noch mehr Schwung mitnehmen, wenn du später einlenkst auf jeden Fall. Kein Gas geben beim Reinfahren in die Kurve auf jeden Fall. Ja, der Part geht immer relativ schnell. Auch hier, warte lieber ab, dass du früh ans Gas gehen kannst, um den Schwung mit rauszunehmen. Wir sitzen auch wieder da, den gleichen Fehler. Jetzt wieder hinter beschleunigen jetzt hier. Weiß gar nicht, wie gegen hat denn eigentlich der 18? Hat er nicht nur 5, oder? Ja, das war okay. Aber konzentrier dich mal immer auf den Ausgang, auf das Rausfahren aus der Kurve. Aber irgendwie gefühlt hat er doch mehr Gänge, das Auto. Zu früh ans Gas gegangen, jetzt hier in der Rechtskurve. Und da musstest du nochmal runter vom Gas und dann wieder drauf. Ey, beim Nacht ist echt schon geil. Ja, das war okay. Jetzt alles Vollgas hier vor. Ich bin in der 18 noch nie in Sebring gefahren, deswegen nimm es mir nicht übel. Das war gut. Schwung holen. Ah, schade. Da musstest du nochmal kurz Lenkung aufmachen. Versuch dann wirklich innen zu bleiben und den Schwung mit rauszunehmen aus der Kurve. Also das ist dein größtes Manko, den Schwung aus der Kurve mit rausnehmen. Gucken wir uns das Ganze mal an. Hat er echt nur 5 Gänge. Ja, schon geil, wie du in die Kurve reinfahren kannst. Innen bleiben und dann den Schwung mit rausnehmen. Das hat gepasst. Also wie gesagt, immer den Schwung mit aus der Kurve rausnehmen. Das nächste Video kommt von RaceTube Germany. Und das ist ein ganz interessanter Kanal. Also wenn ihr ein Abo für mich dagelassen habt, dann könnt ihr auch da direkt mal hinschauen nach dem Video. Und könnt mal schauen, also gibt es geile Setup-Tipps, auch nochmal ganze Infos zur Sim-Racing-Szene. Hauptsächlich aber auch, was auf der PS4 zum Beispiel abgeht. Also guckt auf jeden Fall mal hin. Lohnt sich auf jeden Fall. Aber wie gesagt, erstmal für mich ein Abo dagelassen. Wir gucken uns gucken wir uns jetzt eine Runde an in Laguna Seca in Project Cars. Und wir verlieren nicht viel Zeit und fangen direkt an in 3, 2, 1, bitte. Also geht's auf die Start-Zielgerade drauf. Geht's hier über die Kuppe und da hat man dann oben so einen Pfosten da hinten, Versuch mal ein bisschen rhythmischer runterzuschalten. Ich meine, das war gut, aber das ist auch ein World Record. Streckenbreite nicht komplett ausgenutzt, da wäre der World Record nochmal besser gewesen. Das war gut. Bisschen weit nach außen gekommen. Ja, das passt alles ganz gut. Mein für einen World Record. Bisschen früher am Gas gewesen, deswegen wir lupfen müssen. Da ist auch ein Zehntel liegen geblieben auf jeden Fall. So. Das ist eine geile Kurve. Alter, was geht denn da ab, ey? Wie schnell schaltet denn derjenige runter? Okay. Das hat gepasst. Ich meine, die Runde muss gut sein bei einem Weltrekord.
Streckenbreite nicht ausgenutzt, wieder ein Zehntel liegen lassen. Streckenbreite nicht ausgenutzt, wieder ein Zehntel liegen lassen. Also ich sag dir, da gehen noch ein paar Zehntel, aber schon sonst geile Runde, muss man sagen. Also holla die Waldfee, auf jeden Fall, aber wenn man die Streckenbreite noch mehr ausnutzt, geht's noch besser. Der nächste im Bunde ist der PHK Freizeichen EZ. Ich glaube, so war es richtig. Der hat mir eine Runde geschickt. Ich hoffe mal, dass es der ist. Also, ja, ich gehe davon aus. Er hat mir eine Runde geschickt und zwar Paul Ricard mit dem Ford Mustang in Race Room. Das sind also die Grunddaten erstmal und das schauen wir uns jetzt mal an und los geht's. So, haben wir jetzt die letzte Kurve hier. Ich hasse dieses Quietschen. Ich hasse dieses Reifenquietschen. Also das ist so unwirklich. Okay, geht's also los jetzt hier auf Start und Ziel. Ausgang Boxengasse. Die ist relativ gefährlich, die Ausfahrt der Boxengasse. Ja, schnelle Variante. Das hat gepasst. Die ist auch relativ simpel. Also wer da was falsch macht, der macht echt viel falsch. Vorher schon den Gang runterschalten, hier weiter links bleiben. Und jetzt hier bist du viel zu weit innen, hier bist du viel zu weit rechts. Und dann kommst du zu weit raus und verlierst den ganzen Schwung. Also du musst versuchen, vorher schon wirklich in dieser Rechts-Links-Schikane ganz links zu bleiben und dann einfach den sauber durch die Spitzkehre aufzukommen. Das ist ganz, ganz wichtig. Da hast du schon den Grundfehler gemacht eigentlich. So, ewig lange gerade. Das hört nie auf, das Ding. So. Ansonsten, ich finde Paul Ricard jetzt, die ist okay, die Strecke, aber so geil finde ich sie nicht. Hast halt mega viele Auslaufzonen und so. Machen wir zum Beispiel gar nicht. Wir fahren nie nach links raus dort an der Stelle. Ja, da hättest du noch ein bisschen mehr Schwung mitnehmen können. Das ist ein bisschen weit runtergebremst. Jetzt zwei Scheitelpunkte. Innen rein, Stückchen nach außen. Ja, und wieder innen rein jetzt. Innen rein und ans Gas. Komm, komm, komm. Ja, das war okay. Das war okay. Innen bleiben, innen bleiben, innen bleiben, innen bleiben. Da sieht man immer den Körper nicht. Das ist genau so, wie das jetzt hier ist. Und dann hättest du früher ans Gas gehen können, um den Streckenbreite auszunutzen. Dann hättest du auch nochmal Zeit gewinnen können, auf jeden Fall. Geradeaus anbremsen, zwei Scheitelpunkte. Ah, da kannst du auch zwei Scheitelpunkte. Kannst du schneller rein, ein Stückchen nach innen, nach außen und dann wieder nach innen rein. Ja, die ist blöd, die letzte Kurve. Das hat gepasst. Also so zwei, drei Punkte, die ich dir gesagt habe, auf jeden Fall, wenn du die versuchst mal auszunutzen, dann wirst du dann nochmal schneller werden. Kann ich dir versprechen. Runde Nummer 4 kommt von Helpless Deer. Nee, das ist ein Flachwitz. Nee, den nehmen wir nicht. Also, nee, aber die Runde ist wirklich von Helpless Deer. Geiler Name, geiler YouTube-Name. Also manchmal finde ich es echt witzig, was ihr so von YouTube-Namen euch einfallen lasst. Und zwar schickt er mir eine Runde im McLaren mit in Assetto Corsa, glaube ich. Das müsste es zumindest sein. Ja, das ist es. Auf jeden Fall Helpless Deer, Assetto Corsa, McLaren, Road America. Das ist die Strecke und los geht's. So, letzte Kurve oder vorletzte Kurve. Nee, letzte Kurve schon. So, jetzt geht's den Berg hoch. Und dann gucken wir mal, was rauskommt. Wenig Sprit ist auf jeden Fall drin, sehen wir hier oben links. Und dann geht's los. Ja, das hat schon mal gepasst. Da ein bisschen früh eingelenkt. Da musst du das Lenkrad kurz aufmachen. Ging da ein bisschen der Platz aus im Kurvenausgang. Ah, gepasst. Das Auto untersteuert relativ viel. Kann das sein? Also es sieht zumindest so aus, als ob du da ziemlich zu kämpfen hast mit Untersteuer. So, jetzt schöne Windschatten ranhängen. Ja, wahrscheinlich noch eine Quali-Runde. Ach, dieses Klacken jetzt. Aha. Okay, anbremsen ist hier. Ja, gut gemacht. Sehr gut gemacht. In der Spitzkehre hier. Die ist blöd, die Kurve über diese Kuppe drüber. Ja, sieht gar nicht so schlecht aus. Wie gesagt, die ersten beiden Kurven hast du vielleicht ein bisschen was liegen lassen. Und ans Gas. Komm, 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 komm. Sehr geil. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Steht an dir im Weg. Nee.
Versuch da mal noch ein bisschen länger zu warten, nicht so viel mit dem Gas zu spielen, dann kannst du dann schön sauber rausbeschleunigen. Du hast ja viel dieses Pumpen erkennt, zwar Pumpen, aber versuch da sauber das Gas aufzuziehen. Sehr gut. Klacken beim Hochschalten, das klingt so dämlich. Ja, hier hast du schön gewartet, hast schön das Gas aufgezogen und du merkst, du rupst dich so langsam an. Das hilft nämlich auch immer, wenn ihr ein Auto vor euch habt, sich da ranzukämpfen. Sehr geil, sehr gut. Nicht zu schnell reinfahren. Ja, gut. War eine geile Runde, war wirklich gut. Beachte mal noch die 1, 2, 3 Dinge und dann wirst du noch mal einen Ticken schneller auf jeden Fall. Aber das war gar nicht so schlecht. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, was die Rundenzeiten sein müssen hier, aber die war auf jeden Fall gar nicht mal so schlecht. Wo bist du denn gelandet damit? 2033. War das P1? Und wir bleiben in Assetto Corsa und zwar der LP Lumpi, glaube ich. Der hat mir dieses Video geschickt aus Silverstone. Und ihr seht, ich habe versucht, viele verschiedene Strecken mit reinzunehmen, die ich auch noch nicht so in dem Sinne hatte. Und das, um euch dann nochmal so ein bisschen auch die Tipps zu geben und die Tricks zu zeigen. Und wir fangen an. Auf geht's. So, alte Start und Ziel, ne, ist die neue. Und los geht's. Komplett Streckenbreite nutzen. Relativ schnelle Rechtskurve jetzt hier. Kurz anbremsen, fünfter Gang, voll wieder drauf auf dem Pinsel. Sehr gut. Jetzt links halten. Links, nach links, nach links, jawohl. Innen rein. Ja, anbremsen, zweiter Gang. Jawohl. Innen rein. Nicht zu früh ans Gas. Gut gemacht. Sehr gut. Nicht zu früh einlenken. Ah, hast einen Ticken zu früh eingelenkt. Dann geht hier der Platz aus. Es macht nichts aus, aber es einfach sieht schön aus. Ja? Also es war jetzt kein Zeitverlust oder so. Kannst du dich noch ein bisschen, da kannst du später bremsen, härter bremsen, ein bisschen weiter reinbremsen. Das funktioniert. Innen rein und ans Gas. Ah, war okay. Das passt. Geile Kurve, die jetzt kommt. Und dann ins Gas. Kommt drauf am Pinsel. Ja, sehr gut. Mein ganz Silverstone ist irgendwie geil zu fahren. Links den Körper mitnehmen, rechts den Körper kannst du mitnehmen. Kannst du früher ans Gas auf jeden Fall hier reinbremsen und auf den Ausgang konzentrieren. Und voll drauf. Die Runde sieht gut aus. Die Runde, da kann ich bis jetzt nicht viel meckern. Das sind so Kleinigkeiten, wie gesagt. Dass du halt versuchst, nochmal wieder rauszubeschleunigen, dass das wieder passt. Aber an sich, oder weiter reinbremsen, ein bisschen in die Kurve später bremsen, weiter reinbremsen. Hier zum Beispiel. Später bremsen, weiter reinbremsen und dann aber ans Gas gehen, wenn du wirklich ans Gas gehen musst. Merkst du, wenn du immer nur noch vorm Scheitelpunkt ans Gas gehst, dann war der Bremsvorgang nicht optimal. Das hat wieder gepasst. Also, wie gesagt, konzentriere dich mal aufs Reinbremsen in die Kurve und dann sauber rausbeschleunigen. So, das waren mal wieder ein paar Videos. Ich hoffe, euch haben die paar Videos gefallen. Tut mir leid, ich musste jetzt aber einfach mal wieder was machen. Es hat so gegribbelt. So, ich musste unbedingt jetzt wieder ein Video machen. Und deswegen habe ich das kurze Video, mittelkurze, lange Video für euch gemacht. Lasst ein Abo da, mega geil, wir sind kurz vor den 10.000 und da gibt es was ganz Geiles auf jeden Fall. Es wird bald News geben, die Rennsaison geht wieder los und so weiter und so fort. Also es ist eine geile Zeit gerade auf jeden Fall. Ich habe relativ wenig Zeit für YouTube, aber ich versuche es auf jeden Fall weiter einzuhalten. Ja, das war's von mir jetzt und gebt einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat und wir sehen uns auf jeden Fall dann beim nächsten Mal wieder. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.